Im letzten Part haben wir es ja in diese wunderschöne Gegend Ymir geschafft. Ja, in eine schöne eisige Gegend. Dort sind alle erkrankt. Wir haben einen Marsstein bekommen und müssen jetzt in diesen Turm, um Mia zu finden. Kennen wir, wer Mia ist, aber das werden wir noch erfahren. Und das scheint hier das Heiligtum zu sein. Wohnen in der Heilung. Ems Wasser. Alles Leben wird durch dieses Wasser geheilt. Okay. Und er ausgetrocknet zu sein. Oh nein. Warum ist er ausgetrocknet? Das ist nicht gut. Das ist der Zugang, ein Zugang, oder? Ich will erst mal gucken, was hier oben ist, bevor wir uns da reinstürzen. Weil hier kann ja auch so einiges sein, nicht wahr? Oder nicht? Kann ich das hier irgendwie verschieben? Nein, leider nicht, ist alles Gegend. Doch. Kann man da hoch irgendwo? Nein. Ich würde sagen, Moment mal, ist die Frage, ich will so mal zwei Shields benutzen. Moment. Verschieber! Oder auch nicht? Können wir einfach rein? Ja, die Kräfte sind hier am Werk. Es scheint nicht möglich zu sein, von hier aus weiterzugehen. Das ist die Frage. Kann ich das irgendwie verschieben, oder? Nein. Das wird nichts. Okay. Kann ich irgendwie auch runter? Nein. So klappt es jedenfalls erstmal nicht. Okay, das geht erstmal nicht. Okay. Wir müssen uns einen anderen Plan einfach lassen. Ich muss da rüber. Oder muss ich das? Versuch mal Verschieber. Der Gedanke lese ich schon richtig, aber versuchen wir es mal so, Verschieber. Ah, wie geht das jetzt, das Ganze? Das ist die gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen was verschieben, aber ich weiß noch nicht wie. Synergie. Nein. Das verschiebt vielleicht? Nein. Aber wie? Die Frage. Ich versuche mal was anderes. Geistleser. Was ist denn los? Was sollen wir ja machen? Wir müssen das Ding ziehen, das ist klar. Auf der Seite klappt es nicht. Ist die Frage, wie ist das gemeint? Wie ist das Rätsel ja gemeint? Hier ein Eingang oder irgendwas versteckt, irgendwas, was wir hier nicht sehen. Kann das sein? Ja. Wir müssen da rüber. Oder? Ich habe keine Ahnung, wie wir rüberkommen sollen. Ohne Witz. Aber was sollen wir machen? Oh Mann.
Ich habe echt keinen Plan. Vielleicht haben wir hier irgendwo eine Idee. Ich versuche mal hier nochmal mein Glück. Vielleicht haben wir irgendjemanden. Vielleicht können. Habt ihr das erste Paar? Na, das Stadteingangs besucht? Ja. Oh, so ein Pech, dorthin ist mir nämlich gegangen. Wenn ihr sie nicht auf dem Weg getroffen habt, habt ihr sie vermutlich nur knapp verpasst. Oh, sie ist dort? Warte, sind wir jetzt umsonst da hingerannt, oder was? Ja. Das könnte es sein. Wie fühlst du dich? Er hustet jetzt schon seit kaumer Zeit. Okay. Du wirst dich schon bald wieder besser fühlen. Gebet. Okay. Was bringt das Gebet? Jetzt kotzt er. Wie fühlst du dich jetzt? Viel besser. Nein, Großwäsche, du darfst dich nicht überanstrengen. Und da hat er mal gegen das Herz geschlagen. Geil! Vielen Dank, Mia. Ich gab mir die Freude, was ohne dich aus diesem Dorf werden würde. Nicht der Rede wert. Sie sollte besser auch zur Bett gehen, gute Frau. Und da kommt sie jetzt. Hm? Wer seid ihr? Kann ich euch helfen? War das der Leuchtturm? Das kann nicht sein. Nur ich kann. Oh nein. Oh, schnell weg. Schnell hinterher. Die kommt uns nicht. Sie ist uns eine Antwort schuldig. Also schnell hinterher. Ich glaube, sie schneller ist zum Leuchtturm als wir. Ich meine, wir sind harte Männer. Aber sie kommt ja eh nicht weiter. Sie muss das Ding ja verschieben, ne? Jemand ist hier. Saturas? Bist du das? Jemand ist hier. Kannst du es auch hören? Ja. Außerdem kann doch nur Alex den Merkur-Leuchtturm betreten. Aber diese Statue blockiert den Weg. Na warte, Moment mal. Er ist ein Hindernis, aber mit der Macht des Verschiebers. Geh das einfach zur Seite. Hast du das getan? Nein, das war ein Let's Player. Er heißt Chaos. Let's Player? Was ist das? Oh, nichts Besonderes. Ja, ich bin auch nichts Besonderes. Ich bin so normal. Nein, ich habe es doch gesehen, dass du das warst. Die kam doch von dir. Nein, das war der Let's Player. Der hat immer Buttons gedrückt hier auf dem Gamepad und alles. Löbisch hat dir alles. Es gibt doch keine Let's Player. Es gibt keine Let's Player. Du konntest unsere Synergie sehen. Scheiße. Synergie, so nennt ihr alles mit dieser Kraft? Wir dachten uns, dass du Synergie eingesetzt hast, als du diesen alten Mann geheilt hast, Mia. Die Mitglieder des Merkur-Clans wird von Generation zu Generation eine besondere Gabe weitervererbt. Wir nennen sie das Gebet. Eine Kraft, die durch tiefe Meditation freigesetzt wird. Eins war diese Kraft viel stärker. Dieser Merkur-Clan scheint der Bewohner von Vale nicht unähnlich zu sein. Was denkst du? Nein. Asimodus auf Tour. Ach komm schon, beide beschützen eine besondere Kraft. Sie haben nur unterschiedliche Namen. Ich muss gehen. Ich muss herausfinden, wer den Leuchtturm betreten hat. Ihr wisst es, Arturos. Und ja. Und was machst du da? Warum ist der Torus, denke ich? Weil der Typ hat es auf uns abgesehen. Oder einen Moment mal, er wartet doch darauf, dass wir kommen, ne? Er wartet doch darauf, dass wir kommen mit dem letzten Stern. Ich glaube, du hast ein kleines Problem. Ein Wächter, ne? Warte. Wollen wir kämpfen? Komm her, Ex-Mann! So die harte Ausdrucksweise, ne? Ey, wir haben unsere Attacken wieder. Geil! Stalagmit!
Vulkan und Plasma. Mal gucken, wie viel du aushältst. Du musst mindestens ein paar KP haben, sonst wirst du ja nicht hier sein, alleine. Oder auch nicht. Ich dachte, du wärst ein Boss. Warte! Bleib doch hier! Da haut sie einfach ab, Diore. Das Herz der Göttin Erd soll inmitten von allem stehen. Wie ein Schwan auf einem Teich von Wellen gesäumt. Okay. Also müssen wir da auf die Mitte. Verstehe. Und jetzt? Ich versuche gerade das Rätsel etwas zu verstehen. Da kommen wir hoch, okay? Insgesamt ist Heiligtum, muss ich schon sagen. Da kommen wir hin, wir müssen darüber. Können wir hier was machen oder? Nee. Wir müssen da lang. Gut. Und hier, Verschieber! Warst du immer auf uns und dein Haus wieder ab, oder? Ihr habt mich schon wieder gerettet, nicht wahr? Habt ihr auch etwas im Leuchtturm zu erledigen? Nein, wir sind nur ganz zufällig passen. Ja. Das dachte ich mir. Ich bin mir sicher, dass von vor mir noch mehrere Hindernisse warten, denen ich nicht aus eigener Kraft gewinnen kann. Und was jetzt? Nur den Mitgliedern des Merkur-Clans ist es gestattet, diesen Ort zu betreten. Ja, da der Merkur-Clan ist einfach mal Pech gehabt. Ich betrete jetzt einfach mal den Ort. Einfach mal so eiskalt und beschmutzt hier diesen mehr als gottverdammten Ort. Bis er komplett beschmutzt ist. So, da habe ich der Merkur-Clan genug Schande angerichtet, dann ist alles perfekt. Auf jeden Fall kann ich fühlen, dass ihr etwas Besonderes seid. Ich weiß, dass ich euch vertrauen kann. Hallo, willkommen im Team. Und was kannst du? Du musst mir sagen, was kannst du eigentlich? Gebet zum Heilen. Okay. Gift. Okay. Und? Was bringt das uns? Ach, keine Ahnung. Okay, das ist die Frage. Aber, naja, gut. Machen wir erstmal die erstmal platt. Erdbeben. Flammenwand. Plasma. Bye, bye. Und noch mehr. Ihr seid Ghule. Oh. Ich hab hier Angst. Ich hab solche Angst vor euch. Moment, können wir das auch? Können wir das irgendwie überwinden? Wirbelwind? Nein. Das bringt uns erstmal wenig. Können wir das vielleicht mit Frost aufhalten? Nein. Vielleicht muss das so sein. Kann ja sein. Okay. Und jetzt? Jetzt ist die gute Frage. Oh. Ah. Und das? Ja. Bisschen interessant aus. Da ist eine Truhe, an die ich will. An die kommen wir ran, indem wir irgendwie das hier einfrieren, oder? Oder den Fluss stoppen. Das kann ja möglich sein, dass wir den Fluss hier stoppen müssen. Gute Frage. Wie stoppen wir das Ganze eigentlich? Das wäre die gute Frage. Ich versuche mal Frost. Vielleicht hilft das ja was. Nein, das hilft erstmal nicht. Wir müssen irgendwie die Röhre hier stoppen. Aber wie? Das ist die gute Frage. Gut. Damit ist das Eis deaktiviert. Verstehe. Komm jetzt dahin. Und Psy-Kristall, okay.
Und das bringt uns jetzt was? Das ist die gute Frage. Was bringt uns das jetzt eigentlich? Wir haben jetzt diesen Kristall. Ach, das bringt es uns. Okay. Okay. Moment. Und hier können wir zu lang. Okay. Genau. Moment. Hier können wir noch nicht lang. Gut, also müssen wir da lang, verstehe. Ex-Mann, du wirst sterben. Wie er immer das betont, ne? Ja, immer schön betont das Ex-Mann. Und dann drückt er auf die Speed-Up-Taste, weil er zu behindert ist, normal zu spielen. Intelligenz auf Tour, ne? Und stirb. Yeah, level up. So mag es am liebsten. Level ups feiere ich. Mal gucken, was wir hier haben. Ex-Mann. Ist ja gut. Ist gut. Wir müssen weitermachen mit der Scheiße, ne? Kutte Fisch kriegt aufs Maul. Ex-Mann kriegt aufs Maul. Und er kriegt ja noch mehr Feuer aufs Maul. Gut, und jetzt bist du dran, mein Freund. Und stirbst du dran. Ja. Danke für die XP, ne? Finde ich immer sehr schön. Wir sollen das bewegen, okay. Machen wir das einfach mal. Aber was ist denn das da unten? Das ist eine gute Frage. Aber erstmal aktivieren wir erstmal das hier, ne? So. Ich habe das Gefühl, wir sollten das noch nicht einlassen. Warum habe ich das Gefühl, dass wir das noch nicht tun sollten und erstmal da runtergehen sollten? Ich habe das Gefühl, wir sollten... Die Tür ist fest verschlossen. Hier kannst du leider nicht durch. Hier bist du leider noch zu schlecht dafür. Na gut, ich bin schlecht. Ja, Spiel, du hast gewonnen. Ich bin schlecht. Okay, gut. Du hast es gewonnen. Was willst du jetzt dafür haben? Geld? Ich hau ab. Ist mir nicht wert. Jetzt schieb das Ding drauf. Gut, jetzt müssen wir es doch eigentlich schaffen, oder? Jetzt müsste es doch eigentlich funktionieren. Genau. Und da sollen wir jetzt runter. Oh. Der, das Herz der Göttin ehrt, soll inmitten von allem stehen. Wie ein Schwan auf einem Teich von Wellen gesäumt. Und jetzt? Was passiert nun? Frost? Okay, nein, das ist nicht. Verschieber! Nein. Oder... Was haben wir denn noch? Gedanken... Geistlaser. Und jetzt? Verschieber. Oder was sollen wir da machen genau? Das hilft jetzt auch nicht weiter. Okay. Die Frage jetzt. Das ist echt eine gute Frage, was wir tun sollen. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich meine, ich habe ja alle möglichen Ideen ausprobiert. Vielleicht soll ich die Hände wegbewegen, kann das sein? Nein. Das ist jedenfalls eine... irgendwie müssen wir das hier verschieben, oder? Ich habe keine Ahnung. Was soll wir genau machen? Ja gut. Frostangriff.
Die Frage. Können wir sie nicht irgendwie einsetzen hier? Die Frage. Ich frage sie echt, was sollen wir machen? Ich habe keine Ahnung. Oder... Moment mal! Jetzt fällt's mir ein! Wo ist es? Wo ist das? Nein! Hast du es gesammelt? Ja! Gut, nee, okay. Okay. Die Frage. Was sollen wir genau machen, ey? Ich hab keine Ahnung. Item. Ich hab so keine Ahnung. Habt ihr eine Ahnung? Ich hab keine nämlich. Was sollen wir eigentlich genau machen, eigentlich hier? Das ist immer eine gute Frage. Ich muss drüber nachdenken. Kurzer Schnitt. Und? Was passiert? Was passiert jetzt? Ich bin gespannt. Hashtag Gebet, meine Freunde. Und jetzt? Gut, spring zurück. Hallo. Drei Ringe. Eins. Bei... Oh. Okay. Also können wir jetzt hier springen. Gut, probieren wir es nochmal aus. 1, 2, 3. Hey, das ist doch geil. Also wir können jetzt einfach springen. Geil, cool. Moment. Ich will was gucken, nur um hier zu gehen. Nee, da können wir nicht drüber. War eine nette Idee, nur leider falsch gedacht, ne? Auf jeden Fall, wir haben jetzt die Ringe hier zur Verfügung. Cool. 1, 2, 3, rüber und runter. Gut, ich würde sagen, an der Stelle, ja. Ui. Was ist das? Chaos öffnet die Truhe. Jetzt kommt bei Möglichkeit ein Mimik. Oh mein Gott. Ein Fake. Shut up, Fake. Du wirst sterben. So. Ich werde dich sowas von töten, dass du stirbst. Totra! Du wirst sowas von sterben, wir werden dich zerfesten. Marsch! Okay. Du kannst mir an, alles cool. Und du lebst immer noch, aber nicht mehr lange. Oh mein Gott, der hat echt was drauf, okay. Machen wir das. Vulkan, Plasma und du Eis. Ja, so lange war der besser verreckt. Das ist das Letzte für den Part. Wir werden ihn noch töten, den Psycera. Oh mein Gott. Yes. Und? Stirbst du auch mal? Wow. Fieber verbündet sich, okay? Sagen genau, mach Fieber und du Plasma und nochmal Frost. Ich habe so lange, weil er besser stirbt, aber yes, komm, endlich. Jetzt haben wir wieder Lebenswasser, cool.
Aber wie kam der durch? Kann man hier auch durch, oder? Wow. Was sind wir denn da? Ich will es mal probieren. Eins, zwei, drei, rüber. Und? Die Rüstung an Garrett, okay? Ich würde sagen, wollen wir das hier anlegen? Okay. Dann behältst du die Zürrüstung. Behalt sie einfach, Garrett. Sofern sie dir Vorteile bietet, ist es mir gleich. Ich würde sagen, jetzt beenden wir auch den Part. Wenn die paar Gegner kommen würden, die Hashtag Echsenmänner, es gibt keine drin. Sie verreckt mir doch, wenn ich jetzt nicht aufpasse. Wisst ihr was, Leute? Wir kommen hier eh nicht weg. Gaia. Flammenwand. Plasma. Tundra. Wir müssen irgendwas erstmal hier retten. Der Ex-Mann ist der gefährlichste. Wenn der raus ist, dann haben wir gewonnen. Gut. Und? Stirbst du? Nein, noch nicht. Sehr gut, alle raus. Ich bin jetzt an der Stelle der Part. Im nächsten Mal geht's hier weiter. Kommt der Band nicht vergessen. Bis zum nächsten Part. Bis dahin und Emerald Control.